Guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann auch immer Sie jetzt gerade zugeschaut haben in den Weiten des Internets. Herzlich willkommen zu Steinzeit, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Und wir bei Steinzeit, wir suchen immer nach Erklärungen für das große Ganze. Wir sind auf der Suche nach den Erklärungen, wie das Weltall, die Welt an sich und auch alles andere aufgebaut ist. Und diesem Thema wollen wir heute nachgehen, nämlich es geht um ein großes Prinzip im Universum, nämlich um Torusse. Die richtige Anzahl heißt Tori, wenn ich richtig informiert bin. Aber darüber wird mich jetzt mein Gast heute aufklären, nämlich der André Siegel. Hallo André. Hallo Robert. André, grüß dich. Du bist jemand, der auf glühenden Kohlen sitzt heute, also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht gleich davonrennen, aber ein kleiner neuer Erdenbürger drängt ins Freie, habe ich gehört. Das kann jeden Moment soweit sein. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute euch, dass das gut vorangeht und danke, danke. Wie gesagt, ich hoffe, dass es die Sendung noch überreicht, dass du nicht den Anruf kriegst von der Hebamme, es ist soweit. Aber wie geht's dir? Sehr gut. Ja, mit dieser Situation, ist das toll? Es gibt ja keinen Zufall. Alles geschieht im richtigen Augenblick. Und deswegen bin ich jetzt hier und dann woanders. Okay. Also du hast uns ein Thema mitgebracht, das mich auch schon lange fasziniert hat, nämlich eine gewisse Grundstruktur, die wir allgegenwärtig haben im Universum, nämlich der sogenannte Torus. Und die richtige Mehrzahl ist nicht Torusse, sondern Tori. Tori, ja genau, Tori. Ja. Du hast uns ein paar Modelle von diesem Muster mitgebracht und jetzt interessiert mich natürlich, wie bist du auf so ein Thema gekommen? Oder andersrum gesagt, wo stehst du im Leben jetzt gerade so? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen deinen Weg, an welcher du Stelle jetzt gerade stehst. Naja, wenn man zurückschaut, irgendwo bin ich dankbar, dass ich mal Werkzeugmacher gelernt habe. Das macht es einfach, sowas herzustellen. Und ich habe in den Anfang der 90er Jahren durch Veränderungen im Leben bin ich immer ins Wasser gesprungen. Und diese Wassersprünge vollziehen einen sogenannten Quantensprung. Mhm. Das sind Sprünge in höhere Dimensionsebenen, wo man natürlich auch hier in der 3D-Ebene bleibt, aber man kann in anderen Ebenen genauso gleichzeitig wahrnehmen. Und man kriegt Bilder, sowas bei mir, wo ich dann angefangen habe, dieses in die Materie umzusetzen. Durch mein technisch Erlerntes konnte ich einfach diese Bilder, diese Modelle in vielen Bereichen umsetzen und habe dadurch eine eigene Veränderung gespürt. Mhm. Und das ging halt immer weiter über Kristalle, über Formen, alte Technologien, wieder heute angebracht hier für uns. Mhm. Weil es gab ja Hochzivilisationen schon genügend hier. Die waren viel weiter manchmal von der Einfachheit, von der Funktionalität, wie wir heute sind, mit unserer Technik oder fortgeschrittenen Technik. Und jetzt bin ich halt bei unter anderem beim Tori angelandet oder bei den Torus und die Mehrzahl Tori, die für mich so einfach, genial und funktionell auf allen Ebenen mhm. gleichzeitig sind. Weil alles ist Torus aus meiner Sicht. Bist du eher ein technischer Mensch oder bist du spirituell und technisch? Wie würdest du dich verordnen? Das Schöne ist, die Technik, die ich gelernt habe, das Handwerkliche, als Werkzeugmacher kann man sehr viel machen, gibt mir halt die Möglichkeit, alles, was ich sehe, wahrnehme, spüre, fühle auch in Meditation, in die Materie zu bringen. Okay. Also es gibt schon Grenzen, wo ich, das müsste ich halt erlernen, wenn ich jetzt selber anfangen würde, mit Kristallen zu schleifen, den Kristall als Medium zu bearbeiten. Ist mhm. natürlich eine andere Kunst, als einen Werkstoff, Stahl, Aluminium oder mhm. was auch immer zu bearbeiten. Aber du sagst Meditation, also du bist jemand auch, der die Ruhe sucht, der nach innen geht, nicht nur im Äußeren technisch und den ganzen Tag irgendwelche Internetseiten abstöbert nach neuesten Erkenntnissen und richtig reinschaut in den Kaninchenbau, sondern du guckst auch nach innen bei dir selber. Ja, aber jeder hat seine eigene Meditation. Der eine geht in den Wald, macht Holz, ist seine Meditation. Mhm. Der nächste setzt sich 5 Stunden nachts, 2 Stunden vor einer weißen Wand, ist auch Meditation. Mhm. Jeder ist frei. Jeder sollte herausfinden, was für ihn diese Verbindung zu allem ist. Okay. Ja, und da ist jeder Individuum, individuell. Ja. So, und du bist also auf ein Muster gestoßen, das, wie ich schon gesagt habe, überall in der Welt vorkommt, den sogenannten Torus. Wo hast du davon zum ersten Mal erfahren? Wie bist du drauf gekommen? Ein Teil des Torus ist die Hyperbolik. Viktor Schauberger hat sehr viel damit gemacht. Und vor Jahren kam ja dieses Video Drive auf den Markt, wo es mich unwahrscheinlich inspiriert hat. Aha. Wo ich, sage ich mal, viele Erkenntnisse gefunden habe, weil das kleinste Materielle von der Struktur her und das größte, das gesamte Universum, alles ist Torus. Aha. Und alles aus dem Torus heraus ist halt ein Teil des Torus. Und je mehr ich selbst an der Quelle bin, selbst als Torus funktioniert, da kommen wir später auch noch dazu, je einfacher gehe ich durchs Leben. Mhm. Ja, ich bin immer in meiner Mitte dann. Wir haben ja alle beide Aspekte in uns, ob Mann oder Frau, Yin und Yang.
die in allen 24 Stunden auf allen Ebenen gleichzeitig zu leben, das ist jedem seine größte Herausforderung. Du hast gerade diesen Film angesprochen, Thrive. Der kam, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, 2008, 2009 habe ich den auch gesehen. Und der hat mich damals auch wirklich fasziniert, weil er natürlich professionell gemacht ist. Das ist ein mehrfach Millionen-Dollar-Film, so von der Aufmachung her. Und ich habe da auch damals gedacht, so, wow, jetzt, das ist jetzt der Thrive, ne? So, jetzt geht's los irgendwo. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, dass dann so gar nichts kam in Richtung freie Energie, wurde viel angesprochen und auch Dr. Stephen Greer hat, glaube ich, einen Auftritt gehabt, so Disclosure-mäßig. Also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft von diesem ganzen Film. Das haben natürlich viele Menschen gesehen. Vorhin haben wir gerade reingeguckt, ja, hat auch hier im Studio gesagt, ah, kenne ich, ja klar, müssen wir sagen. Und außerdem ist das ein guter Hinweis darauf, wir sollten mal kurz reinschauen. Es gibt nämlich einen sehr interessanten Ausschnitt in diesem Film über die Torus und da wird erklärt, wie ein Torus nicht wie er aufgebaut ist, sondern wie universell dieses Muster überall vorkommt. Und wir gucken kurz mal rein. Mathematiker nennen dieses Muster den Torus. Die Energie in einem Torus strömt ein durch ein Ende, zirkuliert rund um das Zentrum und tritt auf der anderen Seite aus. Es ist ausgewogen, selbstregulierend und immer eine Ganzheit. Der Wissenschaftler und Erfinder Arthur Young hat mich zum ersten Mal offiziell in den Torus eingeführt. Futurist Joan Elgin erklärt, wie der Torus das primäre Muster ist, welches die Natur für das Leben in jeder Größenordnung benutzt. Entwicklung bedeutet Entfaltung, Einführung. Die Frage ist demnach, was führt das Universum ein? Was das Universum einführt, sind selbstorganisierende Systeme. Und Sie können das in jeder Größenordnung sehen. Ein selbstorganisierendes System ist ein technischer Begriff für ein System, das sich selbst im Griff hat, welches weiß, dass es wesentlich ist. Wenn wir zur Natur gehen, können wir diese selbstorganisierenden Formen überall sehen. Wir können es im Querschnitt einer Orange sehen, dem Querschnitt eines Apfels. Wir können es in der dynamischen Natur eines Tornados sehen. Wir können es in dem Magnetfeld um die Erde herum sehen. Ein ähnliches Magnetfeld besteht um jeden Menschen. Wir können es in der Struktur einer ganzen Strudelgalaxie sehen. Wir können es in der Struktur eines kleinen Atoms sehen. Auf jeder Ebene, während seiner ganzen Entstehungsgeschichte, hat das Universum nur ein einziges Projekt. Es lässt Tori wachsen. Das Universum ist eine Torus-herstellende Fabrik. Project. It's growing Toruses. The universe is a Torus-growing factory. Diese toroidale Dynamik ist in verschiedenen Größenordnungen sichtbar. Eine davon auf der galaktischen Ebene, welche riesige spinnende Strukturen sind, die Milliarden von Sternen beinhalten. Big arms of galaxies spinning around. Es sieht normalerweise aus wie große Arme von Galaxien, die herumspinnen und diese haben Wirbel, die vom Zentrum zum Rand des galaktischen Strahlenkranzes gehen, welche die Galaxien umgeben. Sterne bewegen sich von dieser galaktischen Platte aus zu dem Strahlenkranz, runter zu den Wirbeln und dann wieder zurück. Sterne, wie zum Beispiel Arcturus, haben bekannterweise diesen Pfad schon beschritten. Dies ist auch eine zutreffende Beschreibung für die Atmosphäre auf unserem Planeten. Das Wetter bewegt sich vom Nordpol hinunter zum Äquator und dann wieder hinauf. Vom Südpol hinauf zum Äquator und dann wieder hinunter. Auch die Dynamiken auf der Oberfläche der Sonne sind sehr ähnlich. Natürlich, hier sind wir gerade dabei, uns dies von einer externen Perspektive auf einem kleinen Modell anzusehen. Wenn man sich das Sonnensystem eingebettet in der Galaxie ansieht, eingebettet in dieser Traube, eingebettet in dieser Supertraube, reisen wir in diesem grenzenlosen Meer des unendlichen Torusflusses. So, ja, also interessanter Ausschnitt dieser Film. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist der Torus ein universelles
Prinzip oder ein universelles Muster, das im ganz Kleinen als auch im ganz Großen vorkommt. Nicht nur in dem Aufbau der Atome, sondern auch in der Galaxis. Was sind deine Erkenntnisse darüber? Wieso ist das so ein universelles Muster? Was steckt da dahinter? Dieses feinstoffliche universelle Muster ist die Basis, das Fundament auch vom Leben. Von mir zum Beispiel. Ja? Oder wenn ich mich als Beispiel nehme. Meine Chakren stehen alle von der Urstellung wie ein Teller in mir und erzeugen diesen Torus. Wenn ich aber nicht in meiner Mitte bin, wenn ich mich tangieren lasse von irgendwelchen anderen Strukturen, dann schalten oft die Chakren in Notsituationen um, gehen auf Notstromprinzip und ich bin abhängig von anderen Energiesystemen. Mhm. Wenn ich mich wieder daran erinnere, Innermeditation, oder ich lehne mich an einen dicken Baum in der Natur, einfach mal mit dem Rücken an den Baum gelehnt, einfach mal Augen zu und eine dicke Eiche oder eine Buche, sein Lieblingsbaum, dann merke ich, wie dieser Baum mich wieder im Jetzt sehr schnell ausrichten lässt und ich spüre wieder diese Leichtigkeit in mir. Mhm. Weil die Natur, ob das ein Baum ist, ob das wir Menschen sind oder ob das die Erde ist oder unser System, Sonnensystem, ja, oder ganze Galaxis, ist immer Torus. Das ist dieses Pulsieren, offenes Prinzip, in sich zwar geschlossen, aber es kann immer wieder was Neues kommen und unten auch wieder gehen. Mhm. Und die verschiedenen Galaxien, wie in dem Film, auch wenn man ihn länger anschaut, zu sehen, wie das alles miteinander verwoben ist und wie man Zeittore dadurch gehen könnte. Ja, und das ist richtig spannend, was da passiert. Und seit dem Film, seitdem der auf dem Markt ist, gibt es richtig viele Bastler auch. Da gibt es im Internet, selber suchen bei YouTube, Leute, die solche Coils, die werden auch als Coils bezeichnet. Mit Coil, mit C-O-I-L. Genau, ja. Wo die mit Coils technische Sachen machen. Ja, wo sie wirklich Strom erzeugen, auch wenn es noch im Millivolt-Bereich ist, aber es ist ein Anfang. Das ist doch das englische Wort für Spule, oder? Genau. Coil, ja, genau. Ja, ja, und da gibt es also ganz interessante Videos, wo man sich, wer sich dafür berufen fühlt, man Impuls holt und anfängt zu basteln. So habe ich auch angefangen. Mhm. Ich wende es halt meistens momentan an im therapeutischen Bereich, wo ich sage, wenn man in die Nähe eines solches Hilfsmittelchen kommt, macht er mit mir. Er macht mich wieder stabil. Er bringt mich in die Balance. Und das hat dich dieser Film eigentlich angefixt, dass du sagst, das ist es, da muss ich mich damit beschäftigen? Mit den Sachen auf jeden Fall. Ja. Und es ist, wenn ich jetzt diesen, sag ich mal, nur zurückschaue, diese Entwicklung von meiner Sicht aus, dann macht das auch eine Erklärung für alles andere, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Ob das ein Kristall ist, ob das eine Pflanze ist, es ist immer wieder der Torus als energetisches Grundprinzip. Mhm. Ja, und wir können dann natürlich über diesen Torus in Zukunft viel, viel, viel mehr machen. Wenn wir uns dafür berufen fühlen oder auch die Industrie oder was mit solchen Sachen mal wirklich zu forschen. Dort, wo auch Mittel da sind. Wir sind ja irgendwo kleine Einzelkämpfer bisher, mhm, und zeigen, was möglich ist, machen Messungen im Privatstudio, so wie ihr hier dreht, ja, in Privatkellerräumen, wo dann für 100.000 Messsysteme stehen, wo man nachweist, dass da wirklich null Input und mehr Output kommt. Mhm. Lass uns mal auf dieses Muster ein bisschen eingehen. Du hast die ja selber gebaut. Also das ist ein Kupferdraht. Das ist ein doppelverdrehter Kupferdraht. Und du hast den selber in diese Form gebracht. Und das ist ein einziger Draht, wenn ich das richtig sehe, oder? An einer Stelle am Schluss verlötet, ja. Ja, weil hier sieht man es ja auch. Hier ist ja am hinten, hier dran ist quasi, sind die Enden von dem Ganzen. Das ist jetzt einfach nur mit Kabelbindern zusammengemacht und der ist verlötet. Das ist jetzt ein blanker Kupferdraht, eine spezielle Legierung, spezieller Durchmesser. Das ist jetzt, der hier ist ein isolierter Lackkupferdraht, wie er in der Motorenentwicklung, mhm, Motorenbereich ist. Und da, mit dem haben wir halt technische Sachen gemacht. Mal schauen, ob da mehr rauskommt, als was man reinsteckt. Ist es aufwendig, das herzustellen? Weil ich sehe da, dass, also wenn man der nachgeht, dieser Leitung, diesem Draht. Also ich mache erst entsprechend der Parameter oder der Teilungen. Ich habe jetzt immer eine 12er Teilung, 12 Querstreben gemacht, 12 Teilungen auf diesen Querstreben. Mache ich eine Schablone, mhm, wo ich den Draht drum wickel. Achso, du spannst das auf in einem Gerüst? Das spanne ich auf, ja, okay, einem Gerüst, auf einem Modell auf, so wie ich halt die Parameter selber vorlege. Mhm. 12er Teilung in dem Beispiel, ich könnte aber auch 13, 21 oder welche Teilung auch immer machen. Ist die Teilung, die Anzahl der Teilung auch nach einer gewissen Anzahl, so Fibonacci irgendwie in der Richtung, weil ich höre jetzt gerade 13, ja, ja, 21 ja, ja, und so. Wenn ich den natürlichen Bauplan immer wieder beibehalte, ist das Prinzip die Summe der Einzelteile unterm Strich mehr als das Ganze. Wenn ich nur irgendwas mache,
Ich habe ein Resultat. Aber wenn ich den Bauplan beibehalte, ja, Durchmesser der Draht, die Windungen, alles nach Fibonacci, also goldene Schnittsequenzen, dann habe ich natürlich mehr. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Da gibt es noch niemanden, der wirklich mit diesen Bausteinen, mit diesem Bauplan, in diesen Proportionen geforscht hat. Da braucht man einfach Zeit, da braucht man ein bisschen Geld im Rückenraum, wo man einfach in Ruhe forschen kann. Weil das geht alles über die Intuition. Weil es gibt kein Lehrbuch, wo man nachlesen kann, jetzt machen wir die in die Teilung, jetzt machen wir das so und so groß im Gesamtdurchmesser und dann haben wir unterm Strich so und so viel Gewinn. Man kann das berechnen, da gibt es auch mathematische Profis. Aber ich sage immer, die Intuition ist immer der beste Weg von innen. Die Lösung liegt immer im Innen, in uns. Und es ist auch hier, wenn wir das in die Materie bringen, um vielleicht wieder eine Balance herzustellen, dann ist die Intuition aus meiner Erfahrung immer das Beste. Jetzt hilf mir mal zu verstehen, warum das nicht einfach nur ein hübscher Drahtkäfig ist, der sich irgendwie optisch gut anschauen lässt und auch irgendwie nette Deko ist, sondern was ist da für ein Prinzip dahinter, was passiert da? Gibt es da gewisse Energien, die sich messen lassen, faktisch, also mit Messgeräten auch oder mit irgendwie anderen Formen der Wahrnehmung? Was passiert energetisch, wenn diese Struktur erschaffen wird? Also Messgeräte, um alle Bereiche abzudecken, um auch Energien zu messen, die schneller sind wie das Licht, gibt es leider noch nicht. Aha. Wir können aber jetzt zum Beispiel an Pflanzen, könnte man natürlich Messungen durchführen anhand von Wachstumsphasen. Und dann nachweisen, dass die Pflanzen, wenn sie jetzt in der Mitte mit einem kleinen Blumentopf stehen, schneller wachsen als außen. Okay. Also ich könnte jetzt eine Kresse nehmen aus dem gleichen Beutel, die Erde aus dem gleichen Beutel und mache zwei kleine Blumentöpfchen. Eins stelle ich genau in die Mitte des Torus und das andere stelle ich dann 3-4 Meter weg. Mhm. Gieße genau gleiche Menge Wasser. War ja alles gleicher Ursprung. Ja. Und dann wachsen die 10 Samen beispielsweise garantiert schneller als wie die außerhalb. Warum? Ja, das müssten wir jetzt, weil das so ist. Weil einfach dort eine höhere Energiequalität da ist, was die Pflanzen schneller wachsen lässt. Ah. Also wir haben spezielle Formen an Gewächshäusern zum Beispiel gebaut, wo auch ähnliche Prinzipien wirken. Und man hat wirklich über längere Zeit, über ein Jahr lang getestet und nachgewiesen, oder über 1,5 Jahre war das sogar, dass gegenüber herkömmlichen Folie- und Glasgewächshäusern, egal aus welche Form die haben, im gleichen Zeitraum, von Frühjahr bis Herbst, ohne Düngung, ohne Heizung, wachsen in normalen Gewächshäusern 3x Pflanzen, 3x Ernten. Und in bestimmten Strukturen, energetisch wirkenden Strukturen, haben wir nachgewiesen, haben wir im gleichen Zeitraum 5 Pflanzenerntungen oder Pflanzenrhythmen. Ja? Und wir haben jetzt nicht die Qualität der Pflanzen, die Gesundheit der Pflanzen oder den Mehrnährwert gemessen. Es ging einfach nur mal zu testen, wie oft können wir in diesem gleichen Zeitraum anbauen, in so einer Struktur oder in herkömmlichen Struktur. Und das sind für mich natürlich Beweise, das müssten wir jetzt in der Uni Würzburg machen, die sehr bekannt ist, zum Beispiel Pflanzenmessungen und so weiter, die das dokumentieren. Und dann kann man natürlich hergehen über Biophotonenmessungen und solche Sachen, weil diese ganzen feinstofflichen Messungen ja in der herkömmlichen Wissenschaft noch wenig Anerkennung hat. Aber eine Pflanzenmessung, weil es physisch ja ist, da kann keiner sagen, es ist nicht so. Ja. Das ist ziemlich aussagekräftig. Ja. Viel besser. Mehr, weniger. Ja. Das kann niemand angreifen. Mhm. Und wenn jemand zu mir sagt, das glaube ich nicht, dann sage ich, dann stellen wir vielleicht mal so einen Torus auch zum Testen zur Verfügung. Und so eine Pflanzenmessung oder eine andere Struktur kann ich ja innerhalb einer Woche zu Hause mit solchen Strukturen selber mehrmals 3 Anordnungen gleichzeitig oder Woche für Woche, also ganz schnell in einem Monat zig Messungen machen und dann habe ich ein Resultat. Ich kann da wirklich Beweise führen. Und Kresse wächst in einer Woche. Das kennt ihr. Weil du gerade Kresse sagst, mir ist ein tolles Beispiel eingefallen von einer dänischen oder schwedischen Schulklasse. Mädchen aus der Hauptschule haben einen Versuch gemacht. Die haben 2 Kresse-Töpfchen genommen, eins neben den WLAN-Router hingestellt und eins irgendwo auf der Fensterbank bei der Oma. Das neben dem WLAN-Router ist eingegangen und die anderen sind ganz normal gewachsen. Genau so. Und ja, es ist kein wissenschaftlicher Versuch, hat es geheißen. Das ist ja nicht wissenschaftlich und es sind ja nur kleine Mädchen und so. Ich meine, hallo, das ist der beste Beweis dafür. Die Pflanzen wachsen nicht wegen den Mädchen, die wachsen, weil es einfach in der Natur so vorgekommen ist. Was man sieht, erntet man. Die Naturgesetze funktionieren. Das könnte so einfach sein, ja. Klar. Ja. Aber was für Anwendungen oder wie können Menschen diesen Torus in ihr Leben integrieren? Jetzt nicht nur als geistiges Prinzip oder als höherwertiges Prinzip, sondern was kann man für den Alltag da machen, außer dass vielleicht die Kresse ein bisschen besser wächst?
Also was passiert, viele fragen mich immer, was soll ich mit dem Torus machen? Mhm. Oder was, wenn sie jetzt an den Stand kommen oder nehmen ihn in die Hand, sagen sie, was soll ich jetzt damit machen? Sag ich, nix, der macht mit dir. Mhm. Ja, das heißt, meine Intelligenz auf allen Ebenen, mein Körper, mein Geist, meine Seele, holt sich das, was dieser Torus zur Verfügung stellt. Weil der Torus ist alles. Mhm. Und falls ich irgendwo eine Blockade habe, ich habe ja in mir auch alles, aber ob ich es nutze, dann können wir nur bei den Gehirnpotenzialen anfangen, wie viel nutzen wir, wie viel liegt brach. Mhm. Ja, es geschieht automatisch. Wenn ich bereit bin, hole ich mir energetisch diese Bausteine, diese Energien, diese Balance, die ich brauche, um wieder in meine Mitte zu kommen. Mhm. Das geschieht von selbst und das kann man natürlich zum Beispiel auch mit Dunkelfeld messen. Ja? Man könnte jetzt zum Beispiel, was du gesagt hast mit der WLAN, mit den Pflanzen. Was wäre, wenn wir jetzt die WLAN da reinstellen in den Torus? Ja? Und trotzdem eine Pflanze hin, dann kann ich dir sagen, die wächst schneller als wie die andere Hausen. Weil der WLAN aus meiner Sicht und meinen Erkenntnissen durch diese Torus-Energie harmonisiert wird und die Pflanze schneller wächst. Hat sich dein Leben denn nachhaltig verändert, seit du dich mit dieser Thematik beschäftigst? Kannst du was festmachen, jetzt nicht nur für dich jetzt vom Prinzip her, vom Kopf her, sondern dass du wirklich sagen kannst, okay, hier ist eine Veränderung, ganz klar. Absolut. Also meine Wahrnehmung wird immer besser. Ich spüre, wenn ich eine Nachricht sehe, ob das jetzt im Internet ist oder ich kriege einen Anruf, ich kann sofort, ob ja und nein, sofort unterscheiden, ob das wahr ist oder ob das eine Lüge ist, was ich vor 20 Jahren noch nicht hatte. Mhm. Ja, okay, das meine ich jetzt gar nicht so. Das ist ja auch ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung. So, wenn ich jetzt Google News scanne und habe da irgendwelche Nachrichten, da habe ich auch eine Intuition mittlerweile dafür, über die Hintergrundgedanken, was da passiert. Aber ich meine es physisch. Hast du mehr Leistung? Kommst du besser aus dem Bett in der Früh? Bist du fitter? Hast du weniger Krankheiten? Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, okay, das muss definitiv damit zu tun haben? Also, was ich sagen kann, indem ich mehr Potenziale in mir nutze seit dieser Zeit, von den 20 Jahren Entwicklung, das eine ist natürlich, man hat viel mehr Wahrnehmung, man kriegt natürlich auch das Negative noch viel mehr rein. Mhm. Die Selektierung ist erstmal wichtig, wo ich dann sagen kann, das blende ich aus, meine Ausrichtung ist zum Positiven. Ja, ich kann mir natürlich mit meiner Nutzung der Potenziale viel schneller helfen. Mhm. Ja, weil wir sind ja alle unser eigener Schöpfer. Ich kann ja über Gedanken, über Ausrichtung kann ich ja auch schaffen. Ja, für mich gibt es nur Gesundheit. Wenn jemand sagt, ich nehme Abstand, ich gebe dir nicht die Hand, ich bin krank, soll ich kommen, ich stecke dich mit Gesundheit an. Ja, um das ein Beispiel zu bringen. Ja. Weil du bist einfach stabiler. Je schneller deine Kreisel, sprich zum Beispiel Chakren, drehen, und das kennen wir als Kind, ein Kreisel, den ich anschubse, der richtig schnell dreht, den kann ich anstupsen, dann springt er rüber, aber er dreht in seinem schnellen Umlauf im Zentrum stabil weiter. Mhm. Wenn der Kreisel langsam taumelt, dann fehlt nicht viel, meistens ein Windstoß, dass er umfällt. Okay, schönes Bild. Und dieses Prinzip ist, dass überall viel Energie, aber immer in der Balance, ist der beste Schutz. In eine Blase als Schutz, das ist abschotten, das ist nicht mehr wahrnehmen. Und das ist ja auch ein Torus. Ein Torus ist offen, verwirbelt sich in beide Richtungen und ist auch nach unten offen, und bringt aber ein geschlossenes System. Mhm. Und das kann ich natürlich pulsieren lassen, größer machen, ich kann meine Aura größer machen und so weiter. Das könnte man alles messen. Aber das muss nicht, aber jeder könnte für sich einfach besser herausfinden, was ist sein Weg. Ja, und das kann man schwer erklären. Man lernt seine Berufung kennen, man bleibt sich treu, es gibt keine Arbeit mehr, man macht es aus Freude, aus Spaß heraus. Das sind alles Prozesse, die ich die 20 Jahre, wenn ich zurückblicke, einfach so in meinen Lebenslauf dann schon eine Veränderung spüre, ne? Oder sehe. Der Viktor Schauberger hat ja viel mit Wirbelsystemen gearbeitet und wie wir es in dem Film ja auch gesehen haben, auch in einem Wasserstrudel und in einem Tornado, überall wo so Wirbel auftauchen, das ist ja dann der innere Schlauch von einem Torus, Correct. Wenn ich das richtig verstanden habe. Bei dieser ganzen freien Energiethematik ist dann das Prinzip Torus da auch mit integriert? Muss ja dann logischerweise sein, oder? Also die Hyperbolik, ich kann ja meine Spirale schnell zeigen. Die zum Beispiel, was heißt Hyperbolik? Die hyperbolische Spirale, ja. Das ist ein Viertel des Torus. Das ist von hier bis hierher diese okay. Geometrie. Alles klar. Ja. Und wenn ich jetzt die physische Form so aufbaue, ist feinstofflich trotzdem der gesamte Torus da. Mhm. Den sehen wir jetzt auf der 3D-Ebene nicht, aber energetisch ist er da. Und das ist jetzt dieses Beispiel Viktor Schauberger. Er hat ja viel mit solchen Wirbeln gemacht, indem er die Natur beobachtet hat. Und wenn ich in der Badewanne, und das kennt fast jeder, in der Badewanne oder im Waschbecken in Stöpsel ziehe,
meistens oberhalb vom Äquator fließt das Wasser rechtsdrehend so aus. Ja, unterhalb ich da linksdrehend. Ja, wenn man dann unterhalb dem Äquator ist, auf der Südhalbkugel linksdrehend, das stimmt nicht ganz, habe ich mal gelesen, auch weil das hängt von anderen Faktoren zusammen. Mit zusammen. Also nicht nur Corioliskraft ist da jetzt relevant. Du kannst also auch auf der Südhalbkugel eine andersrum drehende Struktur haben. Das ist jetzt. Aber meistens ist es so, oben rechts, unten links. Okay. Noch. Ja, beim Polsprung, wenn wir den hinter uns haben, wird es wieder andersrum sein. Aber jedes Wasser ist einzigartig, nicht eigenartig. Und genauso gibt es oberhalb vom Äquator Quellen, die dann links rumfließen. Ja? Das gibt es auch. Aber wer schiebt das Wasser an? Ja? Und vielleicht nochmal zum Wasser kurz zu kommen. Wasser nutzt über diese Geometrie, über die Hyperbolik, wo es ausfließt, im Auge ist dieses Nullpunktfeld, so wie auch da bei diesen Tori. Ja. Und diese Energie nutzt das Wasser, um alles auf seinem Speicher, was nichts zu suchen hat, feinstofflich zu löschen. Und wenn es feinstofflich gelöscht ist, dann geht die Materie, die kein Fundament mehr hat, in die Antimaterie. Und so reinigt sich die Natur. Wir müssen es nur wieder fließen lassen. Wenn natürlich Wasser nur in linearen Rohrleitungen ist, kann es sich nicht selbst beleben. Und das steckt energetisch dahinter, warum diese Verwirbelung funktioniert. Die funktioniert immer. Ich habe gerade eine Frage, ist gerade hängen geblieben, geht von der Materie in die Antimaterie. Ja. Kannst du das ein bisschen erklären? Also wir haben ja in unseren heutigen Wassern, nehmen wir das Trinkwasser, lassen wir mal lieber die Mineralwasser weg, was da alles mittlerweile so nachgewiesen wird und drin ist, haben wir ja in unseren Trinkwassern feinstoffliche, homöopathische Informationen, die Klärwerke nicht rausbekommen. Biochemisch werden die ja gereinigt, gefiltert und so weiter. Viele haben ein Umkehrosmosegerät. Aber jeder, der sich damit beschäftigt, sagt, wir müssen das Wasser noch energetisch wieder beleben oder aufbauen und so weiter. Und Wasser hat ja eine homöopathische Information noch gespeichert. In Frankfurt zum Beispiel gibt es Regionen, wo sechsmal das Wasser in der Kläranlage bis zu sechsmal gereinigt wird und immer wieder rein in den Trinkwasserkreislauf. Dieser homöopathische Cocktail da drin ist, diese Potenzierung, Hochpotenzen von Medikamentenrückständen, von Reinigungsrückständen, von was auch immer. Ja? Diese Informationen sind im Wasser immer noch drauf. Und die kann man nur reinigen mit einer Information, die schneller ist wie das Licht. Also eine Energieform, die schneller ist wie das Licht. Und die Natur nutzt diese Geometrie. Im Auge des Wirbelsturms ist immer Sonne, ist immer Stille. Der gesamte Wirbel bewegt sich langsam. Außen hat er eine unwahrscheinliche Geschwindigkeit. Und diese Energie nutzt die Natur von selbst, um sich zu reinigen, indem es sich verwirbelt. Also eine Art Neuprogrammierung. Oder? Korrekt. Und eine Löschung. Und wenn ich jetzt... Also für mich gibt es unterm Strich keine Materie. Es ist nur eine sichtbare auf dieser Ebene Struktur, die wir sehen. Wenn ich jetzt im feinstofflichsten Bereich eine Information lösche, dann kann dort keine Materie mehr entstehen. Und Wasser hat ja Bewusstsein, Wasser hat ein Gedächtnis. Es weiß, was es alles aufgenommen hat. Und wenn Wasser die Möglichkeit, ob das jetzt ein Torus ist oder so eine Spirale, die man auf die Wasserleitung machen kann, dann wird sofort alles jetzt gelöscht mit dieser Nullpunktenergie. Ja, und das kann man dann natürlich auch wieder mit Messungen und so weiter dokumentieren. Wie weit sind denn die Wissenschaftler? Hast du Kontakt mit Instituten, dass das mal ein bisschen wissenschaftlich weiter erforscht wird? Du weißt ja, wie es ist. Ja, heutzutage klar, wird logisch. Nur etwas anerkannt, wenn es wissenschaftlich überprüft worden ist. Sobald man irgendwo eine Zahl auf einer Skala hat, dann glaubt man es oder so. Gut, für mich... Gibt es Messungen, Forscher, die da offen sind? Ja, gibt es schon. Ich meine, einer der besten Forscher, der ist leider verstorben, ist Dr. Masaru Emoto, der ja sehr viel dokumentiert hat. Hexagonales Wasser, was da sich ordnet bei guter Musik gegenüber Heavy Metal zum Beispiel. Kennen wir ja die Bücher. Und ich sage aber trotzdem, jeden Messung mit Pflanzen machen, weil das ist ein eigenes Erlebnis. Ja, weil eine Messung, ob ich eine Fotografie mache oder ich messe in einem Labor einen bestimmten Wert, einen Widerstand oder Oberflächenspannung, ist eine Momentaufnahme. Dieser Augenblick, wo die Messung stattgefunden hat, den gibt es in dem Augenblick. Wenn ich eine Stunde später messe, gleiche Verfahren, gleichen Leute, haben wir eine andere Ausgangssituation, weil die Schwingung ist anders. Von der Erde, die Rotation ein Stück weiter, der Mond steht anders und so weiter. Also eine Messung, egal welche, ist eine Momentaufnahme. Die gibt es nicht noch einmal. Man kann natürlich zig Messungen ähnlicher Art dokumentieren. Ich sage aber immer, jeder einfach nur Pflanzenmessungen machen. Weil das kann niemand wegradieren. Und wenn ich die Natur kopiere, die Natur ist alles. Was muss ich da beweisen? Ist meine Philosophie. Ja? Klar könnte ich natürlich mit Messungen viel mehr Leute aufmerksam machen, abholen. Ja?
Und ich versuche es ja zu erklären. Und jeder kennt das, den Effekt Badewanne, jeder kennt einen Wirbelsturm. Wie sieht das aus? Ja, und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann fängt man selbst an zu überlegen, ja, wer schiebt das oberhalb vom Äquator so oder zum Beispiel unterhalb so an? Was steckt da dahinter? Und dann fangen die Leute an zu suchen. Es gibt ja heute über die Medien unendliche Möglichkeiten, selber zu forschen. Mhm. Aber besser ist tun. Weil durch diese Herstellung passiert etwas mit mir. Ich gehe rein in den Schöpferprozess. Ne? Ich habe ein paar Fragen gerade sind mir gerade gekommen, und zwar in Bezug auf, weil du gesagt hast, Landwirtschaft, dass eine Pflanze das beste Beispiel dafür wäre, um zu sehen, ob das funktioniert oder nicht. Gibt es denn Entwicklungen oder Forschungen in die Richtung, dass man bei landwirtschaftlichen Geräten, wie zum Beispiel irgendwie Spritzmaschinen oder so, dass man Düsen in dieser Form anordnet oder dass man den Container, wo das Wasser drin ist, den Tank vielleicht mit dieser Technik ausstattet, dass also beim Applizieren von Düngung, dass man damit mit dieser Technologie das Wasser neu informiert und das dann auf die Pflanzen überträgt, ja, zum Beispiel? Das kann man natürlich überall machen oder auch in jeglichen Verbrennungsmethoden, ja, egal wo. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja, beim Motorenbau. Die Thematik ist nur, dort reinzugehen, in die Entwicklung, ist ein Riesenaufwand. Das Einfache ist ja zum Beispiel bei einem Güllewagen hinten so eine Spirale drauf zu machen oder einen Torus drauf zu machen. Ja, ja. Einfach drauf, und dann kriegt dieses, wo immer zu über 90% Wasser drin ist, eine ganz andere Information. Und dann ist es kein Abfall mehr, ich sage es mal bewusst so. Ja. Ja, es geht ja mit einfachen Mitteln. Mhm. Vielleicht ein anderes praktisches Beispiel. Unsere heutigen ganzen Flüsse, größeren Flüsse, sind ja alle linear begradigt. Ja. Und viele haben sich ja gewundert, warum Fische sterben, kein Sauerstoff mehr drin und so weiter. Das Einfachste ist ja, einfach in den Fluss ein Ei reinzuhängen. Erkläre ich gleich. Die Hyperbolik, ein Viertel des Toruses. Wenn ich jetzt diagonal einen Schnitt mache, klappt die Fläche auf, habe ich hier einen großen Durchmesser und einen kleinen Durchmesser. Ja? Ja. Und als Fläche habe ich das Ei. Also die Urform ist Torus, hyperbolische Spirale oder Wirbel. Die dritte Form ist das Ei. Dann kommen die platonischen Körper. Das Ei brauchte ich nur als entsprechend, das kann man dann ausmessen oder berechnen oder abfragen energetisch, für einen bestimmten Fluss mit einer bestimmten Geschwindigkeit hänge ich einfach ein Betonei in die Mitte. Weil das Wasser sich so verwirbelt, mhm, und sich reinigt. Also ich muss keine Millionen ausgeben, ja, um Flüsse wieder zu kultivieren, ja, in die Natur zu bringen. Ich brauche nur die Natur zu erkennen, mhm, kapieren, kopieren, ich mache noch potenzieren. Das hat Schauberger gemacht, genau, mit dem Ei, gell? Ja. Genau. Mhm. Und man hängt die einfach in die Flüsse rein, am Rand, wo halt kein Schiffbetrieb ist. An einem und Seil, oder dass ich an das... An einem Seil! Ja, ja, okay. Ja. An einem Seil, einfach fixiert. Und das... Warum werden die Steine in einem Fluss meistens rund? Das sind ja auch Verwirbelungsaktionen. Mhm. Also es ist gar nicht erklärbar mit dem Reiben aneinander der Steine, nein, sondern das hat das Wasser selber. Das ist klar. Ah. Ja, und wenn ich so ein Ei reinhänge, aus Beton zum Beispiel, ja, und lasse das einfach da drinnen verwirbeln, dann tut sich der Fluss von selbst wieder Mäander, mhm, bilden. Also wir müssen da gar nichts tun, wir müssen nur die Natur erkennen und lassen. Hast du eigentlich schon mal Kontakt gehabt mit irgendwelchen Architekten? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Gebäude in dieser Struktur nicht nur toll ausschauen würde, wenn man jetzt so eine Rahmenstruktur, so eine Stahlrahmenstruktur außenrum macht, sondern dass man das halt auch so komplett baut in dieser Geometrie. Geht sicherlich, funktioniert, ist sehr aufwendig, gehe ich davon aus. Ja. Es gibt Architekten, die sich mit solchen Naturstrukturen sehr beschäftigt haben. Ich habe auch ein energetisches Wirbelhaus entwickelt oder weiterentwickelt, was wir auch anbieten. Das habe ich heute gar nicht dabei und nicht vorgesehen. Das können wir gerne mal zum anderen Termin noch machen. Aber ich habe eine Architektin zum Beispiel in Gera, die hat einen Kindergarten vor 13 Jahren gebaut aus einer Nautilus-Schnecke. Mhm. Und kennt ja jeder die Schneckenform, ist ja auch ein Wirbelprinzip. Und dieser Kindergarten, Perlboot heißt der, ist ein katholischer Kindergarten, steht in dem Plattenbaubereich von Gera. Ich weiß jetzt nicht, wie die Siedlung genau heißt. Und das Spannende ist, Kinder, die dort einen Testtag, einen Probetag gemacht haben, die wollen nicht mehr raus, die gehen nur in den Kindergarten. In den anderen Kindergarten kannst du vergessen. Die könnten, haben glaube ich um die 70 oder über 70 Belegungsplätze, die könnten dreimal so viele Kinder aufnehmen und die anderen Kindergärten sind leer. Und wenn ich dort hingegangen bin, habe mir das mal angeschaut, du gehst rein, du fühlst dich so wohl, du willst, mhm, nicht mehr raus. Das ist ein Gefühl, ich bin in mir angekommen, weil die Geometrie einfach das in 1:1
was wir ja sind. Ja, wir sind ja Torus. Einfach nur gibt. Und dann ist natürlich eine Nautilus-Schnecke zu bauen oder eine einfache Wirbelstruktur schneller und einfacher, die eine ähnliche Wirkung aufbaut wie jetzt die Torusform. Mhm. Wäre sicherlich hochinteressant und dann mit Glas ausgefüllt. Ja. München fährst du oft vorbei, guck dir mal das Fußballstadion an von Bayern. Das sieht fast aus wie ein Torus. Ich glaube immer noch, dass es ein Raumschiff ist. Und wie auch immer. Ja, ich wohne ja in Luftlinie 4 Kilometer weg vom Stadion. Ja. Also von dem her gesehen. Na, das mit dem Gebäude, ich frage deswegen nach, weil ein sehr guter Freund von mir aus Österreich, ein berühmter Architekt aus Österreich, Dr. Herwig Ronacher, der baut auch mit diesen geometrischen Strukturen. Seine Hauptbaumaterialien sind Glas und Holz. Also er macht unglaubliche Gebäude. Also, und er hat eine, in seinem Heimatort hat er eine Schule gebaut, eine Grundschule, mit eben Naturmaterialien, Naturton verputzt und nur die besten Hölzer und Vollwert auch elektrotechnisch, und so. Also von der energetischen Schwingung. Und er hat gesagt, sein Sohnemann und viele andere Kinder, die er kennt, die da in die Schule gegangen sind, die haben sich irgendwie, ich weiß nicht, wie der Referenzwert ist, aber die haben sich anders entwickelt, hat er gesagt. Klar. Das war, die waren ruhiger, die waren konzentrierter, die waren ausgeglichener. Es gibt ein ganz anderes Stimmungsmilieu, eine ganz andere Stimmung in dieser Schule. Und das war eben der Gedanke, der Ursprung von dem Gedanken, wie könnte man das Verhalten der Menschen verändern, indem man solche Gebäude baut. Es gibt in München sehr viele neue Siedlungen. Ich wohne da jetzt seit 15 Jahren und ich habe viele Siedlungen wachsen sehen in der Zeit. Und irgendwie gibt es ein Gesetz für hässliches Bauen in München, glaube ich. Ja, weil da ein Block nach dem anderen hingestellt wird. Und ich frage mich, wie das sich da anfühlt, in so einer Kaserne zu wohnen. Ja? Und dann jetzt so in meiner naiven Vorstellung eine Zukunft oder eine Welt gestaltet mit solchen Strukturen, würde mir erstens mal schöner gefallen. Und was ist der Effekt? Ne? Naja, das Thema ist ja das, die Evolution funktioniert ja so, es begegnen sich zwei Energiesysteme, ich mit einem Handymast zum Beispiel oder mit meinem Handy. Meine Schwingung, das Handy ist von der Schwingung hier und meine Schwingung ist hier. Ja, das Handy von seiner Herstellung her, ich mache es ganz einfach, ja, ist nicht in der Lage hochzukommen energetisch. Das bleibt hier. Das heißt, wenn ich irgendwo aus meiner Mitte komme oder lass mich aus der Mitte bringen, warum auch immer, dann holt mich das irgendwann runter. Mhm. Ja, und wenn jemand viel telefoniert, dann kennen wir Gold bei Dunkelfeld, Blutbildern, Geldrollenprinzipien und so weiter, wie sich der Stau ganz schnell nachweisen lässt, ja, im Körper. Wenn ich jetzt in solchen Strukturen da drinnen telefonieren würde, das Handy stört mich nicht. Mhm. Weil das Handy dann energetisch von dieser Struktur hochgeholt wird. Du hast es schon zweimal Dunkelfeldmikroskopie erwähnt. Es gibt bestimmt viele Zuschauer von uns, die das wissen. Aber da sollte man schnell ein, zwei Sätze drüber verlieren. Das ist eine Untersuchungsmethode von Blut. Man nimmt einen Tropfen Blut ab, legt den auf eine Pipette und wird mit einem speziellen Mikroskop wird es dann analysiert. Das Dunkelfeldmikroskop. Und das, was du gesagt hast, diese Geldrollenbildung, wenn sich die roten Blutkörperchen so aneinander kleben, dass das aussieht wie so eine 1-Euro-Reihe, die in so einer Papier eingewickelt ist von der Bank, das nennt man mit Geldrollenbildung. Correct. Das ist eine nicht gute Sache. Wenn man das sieht in dem Blut, wenn sie so aneinander kleben, ja, genau, dann ist das nicht gut. Ja? Und im Vorher-Nachher-Bild kann man sehen, dass diese Geldrollenbildung durch den Einsatz von solchen Tori verändert wird, oder? Genau. Ja, okay. Mhm. Habe ich es richtig verstanden. Du hast uns ja ein Köfferchen mitgebracht, mit dem du quasi, da hast du mal ein paar von diesen Tori drin, von diesen hyperbolischen Spiralen. Hyperbolischen Spiralen. Und du hast gesagt, also man kann das jetzt in allen möglichen Sachen anwenden, aber auf einer Flasche oben draufsetzen, genau, dass, wenn man das Wasser durchfließen lässt oder am Güllewagen hinten dran. Das wäre jetzt mal wirklich ein. Vielleicht gibt es einen Zuschauer, einen Landwirt, der sich davon angesprochen fühlt, vielleicht mal so ein Experiment zu machen. Wir hatten ja auch einen hier, der Hubert Grimbacher. Ich muss mal den fragen, ob ihr vielleicht da mal experimentieren wollt. Und mach mal ein Jahr lang mal einen Test und ihr redet drüber, was daraus geworden also, ist. Also ich mache gerade parallel, auch während der Sendung laufen solche Sachen parallel. Ah, okay. Also ich habe Leute, die in der Landwirtschaft selber aktiv sind, haben Demeterhof und so weiter. Und dann möchte halt in sein Umfeld die noch nicht, sag ich mal, naturausgerichteten Landwirte anhand von Beweisen überzeugen. Und das Thema ist ja nicht nur die Gülle, das Thema ist ja zum Beispiel bei Kälberaufzucht die Milch, Keime und. Das ist ja ein Riesenthema, was auf dem Gesundheitsbereich bei uns Menschen ist. Es ist ja bei Tieren mindestens genauso. Mhm. Ja, und überall werden halt durch Chemie versucht, Sterilität herzustellen, ich sag's mal so rum. Aber vielleicht geht es ja auch anders, indem man eine höhere Schwingung bringt und das andere keine Chance hat. Mhm. Verstehe. Ja.
Weil immer, je mehr, wie vor uns gesagt, je mehr Energie fließt, je stabiler ist das System. Und das gilt in allen Bereichen so. Ja, und dann machen wir jetzt gleich einen Termin fürs nächste Jahr aus. 2017 musst du unbedingt mit einem von denen, mit denen du Experimente machst, mal hier sitzen wieder und erzählen, was sich da machen getan lässt. Hat. Das sind eben praktische Anwendungen, wie kann man was machen. Ja, also gerne, da ist alles möglich. Ich habe halt angefangen, wo kann man testen? Es gibt eine Branche, das ist die Weinbranche, die neben der Duftbranche im Parfümbereich nach Sinneswahrnehmung eine Zertifizierung kriegt. Ja, oder gemacht wird mit einer Flasche und dann gehe ich halt her, dann habe ich halt eine Weinspirale gemacht. Das heißt, die Spirale ist so hergestellt, dass sie gut auf eine Flasche passt, hat halt noch Informationen, ist als Nullpunktantenne gesamt noch umgewandelt. Und dann war ich in Düsseldorf auf der Pro Wein, weil das ist hier in Mitteleuropa neben Bordeaux die größte Messe. Und habe halt gesagt, okay, was sagen, mein Geschmack ist vielleicht auch gut, aber nicht so wie ein Fachmann, ein Sommelier, ja, oder ein Kellermeister, der einen Wein, einen Sekt hergestellt hat. Was sagen die vorher, nachher Veränderung? Und das ist so spannend, man braucht ja nur durchgehen, falls man bei der Messe reinkommt, was eine Fachmesse ist, geht rein und die fragen dich alle, kennen Sie Ihren Wein schon, wollen Sie mal probieren und. Ja, und dann sage ich, ja, gerne, aber ich habe da was, sind Sie offen für ein Experiment? Wie? Und dann nehme ich die Spirale, hole ich aus dem Koffer raus und sage, ich denke, suchen Sie sich einen Wein bei sich aus, zwei Gläser hin, eingeschenkt, Spirale drauf, eingeschenkt und beim Einschenken berührt der Wein auch nur die Glasflasche, nicht die Spirale. Okay. Die ist ja energetisch nur außen drauf. Ja. Und dann lasse ich sie probieren. Und wenn man sowas bei Fachleuten ausprobiert, es ist wirklich ein Spiel. Die Was stehen, war die Resonanz? Wie haben die stehen vor dir und sagen, es ist ein anderer Wein. Also vom Geschmack her oder? Die Weinsäure wird weniger. Der Wein kriegt, eine, ja klar, im Wein sind, sagen wir mal, 98% Wasser, Minimum. Das Wasser, wenn das rein ist, hat das ja eine ganz andere Möglichkeit als Buffet für die Entfaltung des Weines. Okay. Also es ist spannend, mit Fachleuten zu testen. Und ich würde immer, ehe ich Messungen mache, also elektronische oder mit Messgeräten, würde ich immer in Bereiche reingehen, wo dort so zertifiziert wird. Und es ist noch spannender, wenn man dann einen gekippten Wein, der schon auf dem Kompost landet oder so, wieder zurückholt und man kann ihn trinken. Alles dokumentierbar. Okay. Also muss etwas da sein, was dem Wein auch wieder durch die Energie, die schneller ist wie das Licht, Nullpunktenergie, wieder an seinen Ursprung holt. Also und es reicht, wenn du diese Spirale auf so einen Dekanter oben drauf setzt? Auf die Flasche, einfach auf die Weinflasche. Auf die Flasche selber schon, ja. Nur auf die Weinflasche. Ich habe mir gedacht, es gibt doch diese bauchigen Flaschen, diese Dekanter heißen die, glaube ich. Ja, die Boxbeutel in Würzburger. Dass man, da hat der Wein eine große Oberfläche, kann atmen und entwickelt. Reicht. Ich bin kein Weintrinker, ich habe keine Ahnung, aber es reicht wirklich, wenn man es einfach nur... Und das riecht man schon. Wenn man den Wein nur... ohne und mit Spirale in zwei gleichen Gläsern riecht. Und ich 2 Jahre, im ersten Jahr mehr verteilt Spiralen, manche haben zurückgerufen, zweite Jahr durchgegangen, funktioniert noch die Spirale? Und ich sage, ja, lasst uns was machen. Ja, und das ist immer das Thema, die wollen ja Wein verkaufen, Massen. Ja, die sind ja nicht auf die Qualität, die wollen einfach wirklich Masse verkaufen. Es gibt natürlich welche, die sagen, wow, was macht die, ne? Ich könnte da jetzt Stunden erzählen, was ich an Rückmeldungen mit Weinprofis habe, was da passiert. Und so habe ich halt angefangen, praktisch. Immer die Branche mal angegangen oder jetzt wollte ich mal in Berlin ins Adlon rein, da gibt es ein Wassersommelier, ja, mit der Wasserspirale mal Tests machen. Da haben wir 300 Wasser da, mal gucken, was er sagt. Er ist ja der Profi, ich nicht. Er hat einen Beruf, der heißt Wassersommelier. Was macht der? Der testet dort Wasser und wenn du dort reingehst ins Adlon, ins Hotel, und dann kommt der, welches Wasser hätten sie denn? Die haben eigene Wasserkarten. Ja, wenn du dann durch ihn probieren lässt, vorher, nachher, mit dem gleichen Wasser, da spricht natürlich dann, was soll ich denn noch sagen? Und es gibt im Weinbereich gibt's ja unendliche Sommeliers, die ja testen. Und die dann sagen, der Wein kriegt die goldene und die andere auf den Kompost. Das ist spannend. Es ist sehr spannend. Und weil, warum sollen wir nicht Sachen nutzen, die uns die Natur gibt? Vielleicht ein anderes Beispiel im Bereich harmonisches Wohnen. Früher hatten die Bauern abgesteckt, dort wo sie bauen wollten. Haben, wenn es in Hanglage war, das ebenerdig gemacht vorher. Haben Wasser reingespritzt und haben die Schweine reingetrieben. Und dort, wo die Schweine ihre Kuhle gemacht haben, dort haben sie einen Schlafplatz geplant. Dieses Sprichwort Sauwohl kommt dort her. Okay. Das heißt, die Bauern konnten es nicht fühlen. Wo ist der beste Schlafplatz? Heute gibt es vielleicht einen Routengänger oder so, was ja auch für den einen okay ist, für den anderen angegriffen wird. Aber die Schweine haben intuitiv den besten Platz rausgefunden.
Also warum nutzen wir nicht auch heute Möglichkeiten, ob Kressemessung, einfache Sachen, um zu dokumentieren, es funktioniert. Ich kann eine Statik von einem Haus berechnen oder ich mache ein Modell, was funktioniert, das ist auch baubar, ja? Wenn ich es praktisch mache. Naja, bei so grenzwissenschaftlichen Erkenntnissen, wie jetzt zum Beispiel mit den Spiralen, mit Routengängern, mit Kornkreisen und allen möglichen Sachen, da gibt es natürlich auch so viel Blödsinn, ganz einfach gesagt. Es gibt so viele Leute, die machen das lächerlich. Du musst nur mal den Astrokanal einschalten, was da für Typen sitzen und den Omis irgendwelche Geschichten erzählen. Und das ist ja logisch, dass dann ein Wissenschaftler sagt, also bitte hör mir auf mit dem Humbug, das verstehe ich ja. Aber das sind ja faktisch messbare, das sind ja Ergebnisse, die du da hast mit den Sommeliers oder anderen Leuten. Das lässt sich ja nicht abstreiten. Vielleicht noch was Praktisches. Das ist eine Kraftstoffspirale. Da haben wir 2002 hier in Leipzig haben wir einen Test gemacht mit Lastwagen. Die fahren Klärschlamm von der Kläranlage zur Großmülldeponie. Den ganzen Tag zwei Lastwagen. Nichts anderes. Mhm. Immer die gleiche Strecke, immer die gleiche Ladung, voll weggefahren, zurück und so weiter. 14 Tage hat der Fuhrparkleiter vorher den Tank voll gemacht, Oberkante, Unterkante. Die Fahrer sind dann 14 Tage gefahren. Am letzten Tag hat er wieder getankt, sodass man sagen kann, am Anfang des Testes und am Ende war der Tank voll. Dann haben wir diese Spirale, der Fuhrparkleiter, auf die Kraftstoffzuleitung aufgeschraubt. Das dauert eine Minute. Mhm. Und dann sind die wieder 14 Tage gefahren. Dokumentiert 5% damals Einsparung. Ja? Alleine durch das, nur durch dass der Sprit dadurch geflossen genau. ist. Ja. So, und damals, das war die erste Generation, jetzt sind wir bei der dritten Generation Spirale, von der Herstellung her. Mhm. Und sowas, so ein Langzeittest, das ist einfach so. Mhm. Ja, und es war ein neueres Auto und ein älteres Auto. Der eine hat ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gebraucht von Gesamtverbrauch vom Kraftstoff. Aber das ist, wenn ich 14 Tage so und so viel 1000 Kilometer fahre, immer die gleiche Strecke, immer die gleiche Ladung, vielleicht mal ein Stau. Also 6% klingt jetzt nicht so viel, aber wenn man es auf die Länge rechnet oder Schwerlastverkehr, auf die Dauer, ist das richtig. Bei großen Schiffsdieseln, wir hatten auch schon mal den Erfinder des Fuel Savers hier, den Herbert Renner aus Österreich, der hat auch gesagt, die haben in einem Rheinschiff, in so einem großen Kohletender, haben die da auch mal so ein Experiment gemacht mit einem Motor mit dem Fuel Saver und der andere nicht und die haben pro Fahrt haben die 3000 Euro gespart auf einer Seite. Mhm. Und trotzdem aber gibt es keinen Aufschrei in der Industrie, juhu, darauf haben wir gewartet. Worauf führst du das zurück? Die Einsparung, ja, das ist nicht gewollt. Die Einsparung, erkläre ich auch gleich. Die Einsparung ist da, das andere ist ja aber die Abgase. Also die Abgase werden viel weniger, die Belastung für die Umwelt. Auf der einen Seite ist es ja auch gewollt, dass überall auf die Abgase geschaut wird, aber wenn man jetzt solche Technologien einbaut, solche einfachen Möglichkeiten, dass das nicht gefördert wird, sondern bekämpft wird. Das ist die Thematik, die wir haben. Und was wir mittlerweile festgestellt haben, ist, dass wir an einem Test, an einem großen BHKW, also einem Blockheizkraftwerk, was rund um die Uhr mit Gas befeuert wird, da ist eine Lambda-Sonde eingebaut. Dieses BHKW hat 75 kW elektrische und 160 kW circa thermische Leistung, ist in einem Hotel eingebaut, rund um die Uhr. Die thermische Leistung nehmen sie für die Warmwasser und Heizung und den Strom speisen sie ins Netz ein. Und dieser Betreiber dort hat Tests gemacht, ein Vierteljahr mit meinen großen Spiralen hier, mit so einer, um einzusparen. Das Gerät darf aber nur genutzt werden, wenn eine Lambda-Sonde verbaut ist. Und dann hat er sie mal ausgebaut oder abgeschalten. Da hatten wir 15% Einsparung circa, oder es war noch mehr. Aber dann darf er es nicht laufen lassen. Es war nur zum Test mal. Und wenn er sie eingebaut hat, die Lambda-Sonde, null Einsparung. Okay. Ja, und das ist ja, das ist nicht gewollt, wenn jetzt im Schwerlastverkehr 10% oder wie viel auch immer eingespart wird, bei jedem Auto. Jetzt rechnen wir mal 10% weniger Mineralölsteuer. Also ich verstehe, dass die großen Mineralölfirmen oder vielleicht auch die Großkopferten, wie man in Bayern sagt, dass die da keinen Bock drauf haben. Aber ein Fuhrunternehmer, der jeden Monat so und so viele tausende Euro Sprit einsparen könnte, der müsste doch da hellhörig werden. Wenn der 100 LKWs laufen hat oder 1000 oder was auch immer. Und hat jeden Monat 2000 Euro weniger Spritkosten. Das müsste doch pro Auto reden wir dann nicht davon. Wir reden dann bei 1000, 2000 Euro pro Auto bei 5% Einsparung. Weil die laufen ja in der Woche, am Tag, Langstrecken-LKWs, fast 1000 Kilometer, die großen Strecken fahren, am Tag. Mhm. Ja, das sind dann im Monat entsprechende Kilometer und da 5% oder 10%, das kann jeder ausrechnen. Mhm.
Es ist hochspannend und das geht. Und es gibt viele, die solche Technologien anbauen. Ich mache es halt anbieten, ich mache es über die Spiralen, weil ich immer zum Ursprung versuche zu gehen. Und es hat alles seine Berechtigung. Du hast mir vorhin etwas gezeigt und wir waren uns nicht sicher, ob wir darüber sprechen sollen, aber ich fand es alleine schon von der Optik her so schön. Du hast so einen wunderbaren Kristall mitgebracht, ja. Und die Frage, die ich jetzt habe, wieso hast du da die Kristalle noch mit in diese Technik reingebracht und ergänzt sich das alles irgendwie? Weil Kristalle, wie gesagt, sind wir wieder gleich beim Astro-TV. Ja? So, kaufen Sie den Engelskristall jetzt und wenn Sie das noch dazu kaufen, dann gibt es auch noch... Ich erkläre es. Ja? Also es gibt in der Natur viele Edelsteine, Halbedelsteine und so weiter. Mein Steckenpferd, sage ich mal, es sind Kristalle, über die bin ich auch an meine... vielleicht Berufung oder an mein höheres Wissen oder Nutzbarkeit gekommen. Und es gibt einendige Kristalle und es gibt doppelendige Kristalle. Ein doppelendiger hat immer Yin und Yang, von Natur aus gewachsen, da ist nichts geschliffen. Und wenn der hat genauso dieses Torusfeld, das pulsiert genauso wie im Film, ja, ist dieses Feld da. Das Interessante ist, ein Kristall, das Wort schon, Kristall, da kann man schon Stunden drüber philosophieren, mal meditieren, hat eine stabile Richtung. Wenn mein System aus der Mitte gegangen ist, dann brauche ich nur so einen Kristall zum Beispiel zu halten oder wie ein Baum an Baum anlehnen, das Beispiel von vorhin, dann richte ich mich aus. Und deswegen haben wir auch solche kleineren, schönen, doppelendigen Kristallen, wenn man die trägt, die machen einen stabil rund um die Uhr. Kann ich den großen Kristall mal sehen? Bitte schön. Meine Frage ist nämlich, was passiert jetzt, wenn dieser Kristall in so einen Torus reingeht? Ich denke gerade an eine Elektrospule, wenn man da einen Metallkern reinpackt, gibt es in der Elektrotechnik, ja, gibt es ganz krasse Effekte und wird das Feld verstärkt. Wäre das dann auch, wenn quasi dieser Kristall da drin steckt, dass sich das dann die Wirkung potenziert? Ja klar, das tut sich zigfach potenzieren. Das ist ja das Interessante, was ich vorhin auch erwähnt habe. Kapieren, kopieren, potenzieren. Und potenzieren heißt Moment, nicht... kapieren... Schauberger. Ja. Kapieren, verstehen, ja. Kopieren, tun, ja. Und potenzieren. Und potenzieren. Und potenzieren ist immer die Summe der Einzelteile, ist mehr als das Ganze. Wenn ich jetzt Legierung, Durchmesser, Draht, was wir vor uns hatten, Bauplan, Nullpunkt Energie, alles potenziere, dann kann ich im Jetzt Ordnung erzeugen. Mhm. Ja, und das ist das Spannende. Und ein Kristall ist natürlich... genauso ein Medium, was dieses potenziert. Wenn ich den in das Auge reinbringe, dann habe ich ja zwei Torusfelder oder Torifelder. Und den du vorhin angesprochen hast, das ja, ist... Ja, das ist die Frage, die ich da eben habe. Funktioniert das nur bei natürlich gewachsenen Kristallen, so wie der, oder ist das auch möglich, indem man so einen Kristall dann nimmt? Der wäre noch besser dafür. Warum? Das ist jetzt ein geschliffener Kristall nach Dr. Marcel Vogel. Dr. Marcel Vogel hatte auch... ist der Vater zum Beispiel von unseren heutigen Flüssigkeitstechnologien, Bildschirme, Handygeschichten. Er hat einen Nobelpreis bekommen, ist 91 leider wieder verstorben. Und hat dann in seinem großen Studio bei IBM, hat er dann in den 70er Jahren mit Kristallen angefangen zu forschen. Und hat halt mit Naturkristallen was gemacht, das ist auch ein Naturkristall. Und der Naturkristall ist aber genau seiner natürlichen Wachstumsachse, die jetzt hier von Spitze zu Spitze wäre, ist er genau geschnitten. Und geschliffen als Geometrie Baum des Lebens, Kabbala auch genannt, und hat jetzt hier in diesem Fall 33 Facetten. Das ist jetzt ein Schweizer Kristall gewesen. Okay. Und das ist wieder ein Kristall ist schon perfekt, aber so ein geschliffener, das ist noch eine Potenzierung davon. Der speichert zum Beispiel die Hälfte, was Wasser speichern kann als Informationsträger, und der speichert wie Wasser. Dann wäre ja, wenn du hast es vorhin mal gezeigt, diese kleinen Spiralen, die du da hast, die Theorie, die kann man ja ineinander stecken. Ich zeig's gerne auch. Und wenn du dann die ineinander gesteckt hast und einen Kristall noch reinmachst, dann heben wir hier ab oder was passiert? Weiß ich nicht. Also die sind so jetzt hergestellt, dass man die ineinander stecken kann. Das sind wirklich schöne Spielzeuge. Okay. Ups, jetzt. Und wenn man dann natürlich noch... Wie es funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber es geht irgendwie, kann man dann den Kristall noch in der reinstecken. Dann passieren halt noch andere Felder. Das potenziert sich dann immer mehr. Und ich erzeuge dann, nach oben, nach unten ist immer offen, aber dieses Feld wird immer größer. Und alles, was in den Feld, wenn da vielleicht jetzt 10 Meter oder 10 Kilometer, ich weiß es jetzt, müssten wir mal testen, wie weit das geht, dort keine Balance hat, kann sich aus diesem Torusfeld die Balance holen. Ob das jetzt ein Mensch ist, ob das eine Pflanze, ob das ein Tier ist, das geschieht einfach.
Auch Räume werden harmonisch, Handymasten harmonisieren sich und so weiter. Mir pocht meine rechte Schläfe gerade, seit du das da reingepackt hast. Ja. Also ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt oder ob ich heute Nacht schlecht geschlafen habe. Einfach. Ja. Beobachte es einfach. Ja, wie geht es bei dir eigentlich weiter? Was sind deine konkreten Pläne? Du bist beschäftigt mit der Industrie, du hast Kontakte zu Leuten, die sich offen zeigen für solche Sachen. Glaubst du, dass da irgendwann ein großer Durchbruch kommt für dich? Oder nicht für dich jetzt, sondern dass insgesamt diese Grundprinzipien besser verstanden werden von vielen Leuten? Also die Basis ist einfach mal das Verstehen, was du gerade ansprichst. Da mache ich auch meine ganzen Sachen. Wir haben eine Internetseite, wo Leute kleine Sachen kaufen können. Was ich momentan halt vorbereite, ist diese Geschichte Wirbelhaus. Ja, dass wir halt Strukturen in die Natur bringen, ob es jetzt ein Privatbereich ist oder große Gemeinschaftsräume, Hallen, wo man über diese dann wirkende, ausdehnende geometrische Struktur Landstriche in Balance bringen, wo einfach Veränderung stattfindet. Weil die Thematik ist, wenn ich heute Anrufe bekomme, ob ich jemand helfen kann, energetisch, man kann sich ja mit vielen verbinden und auch gute Empfehlungen geben, ist das eine. Aber ich muss ja immer um Erlaubnis fragen. Wenn ich aber jedem und allem, was existiert, die Urform und Yin und Yang gleichzeitig zur Verfügung stelle, ich gebe jedem 100% Yin und 100% Yang, und er kann selbst wählen, dann muss ich nicht fragen. Und das sind so meine Erkenntnisse nach 20 Jahren Forschung und momentan angekommen sein. Wir können über Aufklärung, alles ist gut, Seminare, Medien, alternative Medien und so viel bewirken. Aber langfristig kann man es aus meinem heutigen Wissensstand nur machen über Großstrukturen, die Balance erzeugen, wo ich wirklich flächendeckend ganze Landstriche, ganze Länder erreiche. Ja, wo jeder von innen her erwacht. Er steht früh auf und sagt, heute ist was anderes. Heute gehe ich nur mal auf Arbeit. Mein Beispiel ist ein extremes Beispiel. Ich habe heute Nacht meine Berufung gesehen, ich mache jetzt nur noch das. Und das sind Sachen, wo ich sage, da reinzugehen, wo man die Leute wirklich in ihre Potenziale bringt. Und das geht von meinen heutigen Erkenntnissen nur über solche Yin-Yang-Strukturen, die immer alles in jedem Augenblick zur Verfügung stellen, dass jeder frei wählen kann. Weil wenn ich heute Häuser entstöre, ich mache ein praktisches Beispiel oder entstören soll, wenn ich eine Wasserader, die da durchgeht, harmonisch mache, die ist ja nicht immer noch da, physisch. Aber die Polarität von minus wirkend auf plus kann man umpolen. Mhm. Ja? Das ist ja alles machbar. Aber ich muss auch die Mikrobe, die da durchläuft, oder die Ameise, die das als Kolonnenweg nutzt, die muss ich ja auch beachten. Eine Ameise baut auf, oder Ameisen bauen auf Kreuzungspunkten von Wasseradern ihre Häufen. Ja? Die leben seit Millionen Jahren Gruppenbewusstsein, wo der Mensch vielleicht kurz vor der Schwelle ist. Ja, und wenn ich das alles jetzt rechtsdrehend mache, dann verschwinden die Ameisen. Das ist Manipulation aus meiner Sicht. Ich kann es für die Menschen rechtsdrehend machen, aber für die Ameisen muss es so bleiben. Ja, und da möchte ich gerne auch Kollegen drauf wach machen, nicht nur alles rechtsdrehend machen, sondern es muss immer in jedem Augenblick zum Wohle aller sein. Das ist meine Überzeugung. Ja, ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank, dass du deine ganzen Erkenntnisse uns vorgestellt hast. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Leute darauf aufmerksam werden, gerade was Industrie betrifft und Landwirtschaft. Und also ich muss dich unbedingt mit dem Huber zusammenbringen. Und das würde ich auch gerne mal filmisch dokumentieren. Vorher, nachher, was er so Erfahrungen gemacht hat. Und vor allem wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute für den neuen Erdenbürger, der da bald ins Freie drängt. Also André, alles Gute für dich. Vielen Dank, Robert. Danke. Ja, auch vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Das war eine neue Ausgabe von Steinzeit. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dahin, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.